Was für ein Alltag hier in Wobbly's Life. Wir sind hier an unserer Villa, das Dr. Auge. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, ganz chillig in unseren Fuhrpark, dann können wir in unserer Garage einen richtig fetten Sportwagen sehen. Oh, Junge! Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge mit Lars. Ich bin gar nicht da. Guten Tag. Das war natürlich jetzt nur ein Anfang, weil wir haben jetzt hier eine Villa in Wobbly's Life und natürlich einen Sportwagen. Regnet. Ich habe meinen Regenschirm vergessen. Ja, Mann, Alter, du musst dich da wirklich mehr drum kümmern, Bro. Da ist er ja, der Bauer. Das Bauer. Bist du. Ich habe gerade gedacht, Moin. Ich war gerade hier ein bisschen in der Kühe treiben, weißt du. Oh, ich wollte gerade ein bisschen den Weizen anbauen, gell? Yeah, woo. Also, man muss schon sagen, der neue Wagen, den wir uns hier geholt haben, der bringt schon was. Ein bisschen aus wie Bumblebee. Ja, gell? Ein bisschen was. Wie findest du ihn denn noch? Orange, ich hatte ihn in der letzten Folge noch auf Lila gemacht, aber Lila habe ich doch nicht so gefühlt. Dabei ist Lila meine Lieblingsfarbe. Ich finde, Orange passt schon besser. Ja, Orange sieht schon besser aus. Vielleicht könnte man auch Gelb ausprobieren. Orange ist leckerer als eine Ballonche. Was ist eine Ballonche? Was ich mit dir gerne ausprobieren wollte, Lars, ist eigentlich hier hochzufahren und eine ganz besondere Sache auszuprobieren, was auch nicht so viel Geld kostet. Und zwar eine Runde Minigolf spielen. Das ist eine coole Sache. Hey, Minigolf ist richtig cool. Du musst sagen, oh yeah, oh, das wollte ich schon immer mal machen. Kannst du dich noch an dieses eine Game erinnern, wo wir Golf gespielt haben? Das hast du auch geliebt, diese Aufnahme. Ja, du hast sogar davon immer geschwärmt. Das war cool, ja. Kurz geparkt. Soll ich jetzt aussteigen? Nein, bleib für immer da drin sitzen. Ich gehe. Okay. Tschüss. So, das hier ist der Minigolf-Bereich. Ich wollte erstmal Minigolf ausprobieren, weil ich bin Minigolf-Fan. Ah, ich liebe es. Hm? Dr. Auge, was sagst du dazu? Das ist so eine richtige Bank, wo man sich so eine richtig schöne Currywurst mit Pommes gönnt. Jetzt steig aus dem Auto aus, da hinten. Du nimmst immer alles wörtlich. Ich kann nicht fahren. Nein. Also, doch, jetzt geht's. Juhu, ich kann Auto fahren. Ich habe extra so schön eingeparkt. Jetzt gibt's hier erstmal eine Runde, eine richtig runde Golf. Weil Lars, komm hier rein. Ich muss dir was zeigen. Es geht hier nämlich nicht nur einfach um Golf. Es geht um den Golfschläger. Und den müssen wir uns holen. Ich weiß nicht, wie man den bekommt, aber ich glaube, Lost Key to the Trophy Cabinet. So, hier, Last Scene on the Mansion Island. Irgendwo gibt es hier einen Schlüssel auf dieser Vitrine. Für diese Vitrine. Ja, 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 ja. Und den müssen wir finden. Und vielleicht findet man den. Ich will auch mit dem Golfkart fahren. Oh, ich nehm das Blaue, das ist eh cooler. Ring, ring. Oh, es sind auch komplett neue Fahrzeuge. Die gab es davor nicht. Alter, man kann mit denen voll driften, gell? Drifty. Oh mein Gott. Aber die fahren leider nicht im Kreis. Warte. Alter, ist mega cool zu fahren, gell? Doch, wenn du nicht zu krass Gas gibst und so, dann driftest du nicht. Alter, so guck mal, da hat sich einer das Ding komplett pink gemacht. Sieht auch nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Guck dir mal diesen Minigolf-Kurs an. Da gibt's sogar. Oh mein Gott. Oh, was Junge, ist das denn? Wenn man mit dem Auto zu schnell fährt, verliert man voll die Kontrolle. Lass uns unbedingt einen Schläger holen. Oh mein Gott, da sind ja richtig viele coole dabei. Ich hol mir jetzt einen. Ist mir egal, was du machst. So, welcome to Wobbly Golf. So. Oh, Lars, dafür braucht man aber Geld. Wie viel Geld hast du nochmal, Lars? Man braucht einen Putter, einen Iron, einen Driver und einen Golfball. Junge, was? Ja, Mann. Ich kaufe mal einen Golfball. Oh mein Gott, guck mal, wie riesig der ist. Alter, das ist doch kein Golfball. Der ist so groß wie mein Kopf. Okay, warte. Mist. Oh, Alter, guck mal, man kann den Golfball richtig platzieren. Der sitzt dann da richtig drauf. Oh, hohoho. Was ist das hier? Alter, der Great Wobbly Woods ist der erste Wobbly-Golfer, der es geschafft hat, beide Hände... Alter, was hast du gemacht? Ich hab den kaputt gemacht. Was ist das? Was, das ist, glaube ich, ein Secret. Hey, das ist ein Secret, Mann. Alter, guck dir das an. Meins. Warte, chill mal, chill mal. Mein Secret. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich bin einfach dahin gehüpft. Ey, wollen wir damit mal einlochen? Mach mal. Warte, ich loch mal ein. Was passiert da? Oh, ey, weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir ins Museum bringen müssen. Oh Mann, aber ich wollte jetzt eigentlich Minigolf spielen und nicht ins Museum bringen. Okay, ich werde ihn mal kurz parken. Ich war noch nie so enttäuscht über ein Secret, gell? So, ich werde ihn mal kurz... Oh nein, tut mir voll leid. Ich wusste das nicht. Ich lasse ihn mal kurz hier in diesem Dings, in diesem Kater liegen. Alter, der sieht voll nice aus. Lars, du bist voll genial. Durch deine Hibbeligkeit hast du das jetzt kaputt gemacht. Finde ich super. Okay. Ich nehme jetzt so einen Driver. Warte mal, ich versuche mal einen Schlag zu machen, okay? Kannst du Kommentator sein? Meine Damen und Herren, bitte Konzentration im Raum. Es schlägt Roman. Bitteschön. Okay. Oh mein Gott. Er schlägt und es ist ein... Nicht okay. Hole in One. Nicht ganz, nicht ganz. Okay, ein Schlag bisher. Bist du ready? Ja. So. Nein! Oh Gott, zähl nicht mit.
Relax, relax. Das ist voll schwer, Mann. Und? Ja! Da ist das Ding! Meine Damen und Herren, schnellt euch an, ich bin dran. Ich stelle ihn dir irgendwo hin. Welche willst du machen? Die hier? Okay. Der sieht schön schwer aus. Okay, bitteschön. Und meine werten Damen und Herren, er konzentriert sich. Er holt aus. Ah, der erste Schlag. Zählt nicht, warte, schon das mal war, das richtig reingeschüsselt. Oh, er fängt an zu schieben. Er fängt an zu schieben. Er macht einen Neustart. Zweiter Versuch. Er hält den Golfschläger sehr elegant. Sehr elegant. Er hat ihn fallen lassen. Er hat ihn kurzzeitig fallen lassen. Ich glaube, er macht eine kurze Pause. Jetzt schlägt er auf. Gar nicht mehr so leicht. Er schlägt auf. Oh, okay. Der erste Schlag ist schon mal drin. Dr. Auge, schauen Sie bitte zu. Schauen Sie sich dieses Spektakel an. Oh. Okay, da hat er jetzt angestoßen gehabt. Okay, er fängt an zu schieben. Er schiebt den Ball, statt ihn zu schlagen. Ich schlage. Nein, du musst geh rein. Mit Schwingen, nicht mit Laufen. Oh, da hat er nochmal dabei sein. Das ist, glaube ich, schon voll der schwer. Ist voll sechste hier. Schlag. Oh, oh. Oh nein. Das sieht ganz, ganz übel aus. Dr. Auge, gib ihm Kraft. Los. Und da hat er geschoben. Das ist so dumm. Mann, Alter, das ist voll das schwere Loch gewesen. Das ist voll okay. Schwer. Oder mach das hier. Was? Ah, das eine, das da mit dem Kopf da. Junge, ich glaube, das ist richtig schwer. Oh mein Gott. Okay, warte. Ich mache jetzt ein 360 im Drehen. Okay. Ich schlag gleich durch. Den geht zu. Ich schlag durch. Oh mein Gott. Er hat daneben geschlagen. Oh mein Gott. Er hat einfach in die andere Richtung geschlagen. Oh, nein! Ist er dumm. Er hat aus dem Spielfeld geschlagen. Und dann kommt einer und klaut den Ball. Das ist voll schwierig. Oh, gewonnen, gewonnen. Alter, Alter, guck mal, was es da für Minigolf-Dinger gibt. Das sind ja hier voll die kranken Levels. Alter, da hinten ist mit Looping. Hey, ich habe das Gefühl, wir machen irgendwas falsch beim Minigolfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann sogar noch mehr eigentlich machen. Aber wir sind, glaube ich, ein bisschen dummi. Kann schon sein, dass man irgendwie fester schlagen kann oder so, ne? Ich glaube, man muss tatsächlich den Schläger einfach richtig halten mit beiden Händen, weißt du? Warte mal, ich versuche mal einen langen Schlag zu bekommen. 3-1. Oh. Oh, oh, oh. Kannst du mir den wieder... Oh, nein! Oh, nein! Oh, sehr gut. Wo ist der jetzt gelandet? Ey, der ist unten. Lars, du bist genial. Oh, warte. Teamspiel. Oh, da kommt er wieder. Ich gebe dir einen Pass. Oh! Oh, oh mein nein. Gott! Oh, mein Gott, das war fast der genial. War gut. Der war gut. Ich gebe dir nochmal einen Pass. Ein Putt. Oh, okay. Rinn damit! Oh, ganz nein. Klar. Nein. Ich höre auf. Ich hänge meine Golferkarriere an den Nagel. Alter, aber hier, da kann man sich nochmal andere Golfschläger kaufen. Ja, schau mal. Guck mal, was gibt's hier noch so? Putter. Ich nehme mal einen Putter. Nimm mal einen Putter. Ich kaufe auch einen Putter. Ich habe das Gefühl, so ein Putter, das ist das Richtige so. Ich will den Looping mal spielen. Wie soll man in Wobblies Life den Looping überhaupt schaffen? Man kann hier einfach in diesem Wasser ertrinken, gell? Ja. Pass auf, dass du nicht ertrinkst. Du kennst ja Wobblies. Na, so. Oh mein Gott, ich ertrink wirklich. Oh mein Gott, Roman. Oh, ich bin raus. Okay, chill, 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 chill. So, warte mit mal. Voller Karacho. Ho, ja! Bam! Ho, ja! Oh nein. Nein! Ho, nein. Ja! Wow. Alter, das ist mit diesem Putter richtig schwer. Ich glaube, es liegt daran, weil man den auf beiden Händen nehmen muss. Was ist passiert? Oh nein! Alter, das sieht aus wie so ein ganz böser Unfall. Wie ein ganz, ganz böser. Und dann, Alter, wie soll man denn hier überhaupt ein Looping schaffen? Alter, guck mal, wie viele Golfkurse es hier noch gibt. Hier, den können wir schaffen, Lars. Den können ja, wir schaffen. Der ist easy. Der ist easy. Der ist easy, easy. Ich bin ein Caddy. Ja, Mann, du bist der Caddy. Oh, 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 oh. Ha? Ist es etwa ein Hole-in-One? Nee. Aber es kann ein Two-in-One sein. Kann ein Two-in-One-Wearin. Okay. Und bitteschön. Ja, sehr mit zwei Schlägen reingemacht. Alter, guck mal da hinten. Da ist nochmal einer. Wie so eine Art Scheibe, wo man reintreffen muss. Alter, wie soll man das denn hier schaffen? Die muss man einfach so drüber schlagen. Meine Güte. Guck mal, ich treffe das Ding jetzt. Achtung, ich mache jetzt ein Hole in One. Ja, Mann, schau zu. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Hau rein. Gib ihm. Oh, ja, der geht zur Seite. Oh, nee. Oh, das sieht. Oder? Kann das was werden? Oh, oh mein Gott. Der aber das war mit Nachhilfe. Das Nein. war mit Nachhilfe. Doch, ich hab's gesehen. Das war ein Hole-in-One. Nimm mit dem Ball. Also, deine Aufgabe ist es jetzt, bei diesem Ding hier direkt in die Mitte zu treffen. Was? Und die maximale Anzahl an Punkten zu bekommen. Alter, mein Golfschläger hängt fest. Nein, Dr. Auge, rette mich. Oh nein. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Mein Golfschläger hängt jetzt hier drin fest. Wir mein können gar nicht. Mein Golfschläger ist einfach über die halbe Map geflogen gerade. Dein Golfschläger? Ja, ich habe da gerade dieses Ding da ins Loch rein Gott. Und dann ist einfach mein Golfschläger weggeflogen. Wir können das hier gar nicht gewinnen, weil ich jetzt in der Mitte einfach Egal, es kommt aufs gute Gewissen an. Lars, wir können nicht gewinnen. Mein Golfschläger hängt hier drin fest. Achtung und
Schlaglos? Oh mein Gott, es geht ums gute Gewissen. Okay. Ich krieg meinen Kopfschläger nicht mehr aus der Wand hier raus. Das Level ist verbuggt. Warte, ich zeig dir, wie das geht. Du kommst da eh niemals, Alter. Das ist. Du gehst hier so hin und dann. Zack. Oh mein Gott, ist das schwierig. Geht gar nicht. Oh, aber da habe ich gerade fast getroffen. Hä? Wo guck kommt mal, der eigentlich wieder raus? So rum. Hä? Der ist hier drin, ich sehe ihn. Echt? Kann man den wieder rausholen? Ja. Ah ja, tatsächlich. Aber guck mal, ich hab meinen Golfschläger einfach so, gell? Einfach falsch herum, du schlägst mit dem Schläger zuerst. Okay. Es ist wie so ein großer Golfplatz so, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich finde Wobblies Life ist kein gutes Spiel, um Golf zu spielen. Weil man hier so wenig Kontrolle hat. Ich glaube, hier gibt's ja auch gar nichts Krasses, weißt du, ich meine. Na, lass doch mal diesen Stein hier erstmal zurückbringen. Leg ihn hier hinten rein. Ich würde ihn vielleicht halten. Ich werde mich so hier hinten festhalten und du fährst, okay? Und dann fahren wir zum Museum, zum Golfermuseum. Hier fühle ich mich wohl. Alter, es fährt aber auch nicht langsam, gell? Ey, da oben ist übrigens ein Busparkplatz. Oh. Stimmt. Fahr vorsichtig, okay? Dann, Alter, aber der Edelstein, so einen Edelstein hatten wir noch nie. Das war einfach nur aus Versehen. Oh, Gas geben, Gas geben. Und jetzt zu diesem Museum da vorne. Oh mein Gott. Wo ist der hin? Nein! Nein! Nein, 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 komm her, mein kleiner Edelstein. Ich hab ihn. Komm her zu Papa. Wie bist du nur gegen dieses Schild gefahren? Nein, 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 bitte bleib stehen. Let's go. Juhu! Weißt du, für wen das perfekt wäre, dieses Geschenk? Wirklich für Dr. Auge. Das ist so ein Dr. Auge-Geschenk. Juwelen. Juwelen und Gold. Ja, das wäre, glaube ich, was für ihn. Es könnte möglich sein, dass wir den entweder im Shop abgeben können oder in diesem Museum. Aber ich denke eher im Museum. Naja, man kann ja bei diesem Architektur oder bei diesem Sammelshop da, wo man diese Sachen sammeln kann. Ich kann nicht mit hoch auf die Treppen. Ja, ich glaube, der hat nicht genug Power. Komm mit rein, dann gehen wir das Ding zusammen ab. Hallo? Hier, halten Sie fest, wir müssen zusammen abgeben. Wie Freunde, denn Freunde sind Freunde für ewige Zeit. Da ist er! Hey, das habt ihr super gemacht. Dieses Artefakt haben wir noch nicht. Hey, damit schalten wir jetzt wieder so einen neuen Weg frei. Oh, es ist sogar ein Golfer. Ja! Vier Stück vom Golf. Oh! Da ist er, der Emerald Golf Ball. Es war der erste Preis, der jemals beim Golfen in Wobblies Life tatsächlich gefunden wurde. Klasse. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Es gibt übrigens auch noch Dschungelartefakte und das Höhlenmensch-Artefakt. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen finden. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, meine werten Damen und Herren. Das war Golf mit Lars. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächste Folge kommt bald. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschüssi, Kowski.